Moin Leute, FXNoSkin hier. In diesem Video durfte ich nur Tresor-Loot nutzen. Das bedeutet eben Heilung, Waffen und Movement-Items müssen komplett aus dem Tresor-Loot kommen. Sobald die Zone so ist, dass kein Tresor mehr drin ist, habe ich also keine Möglichkeit mehr an Heilung ranzukommen oder an neue Waffen. Wie weit ich damit gekommen bin, seht ihr im Video. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr das nächste Mal mit Left dabei sein wollt, folgt mir auf Twitch. Und jetzt sehr viel Spaß mit dem Video. So Leute, ihr seht schon, ich habe markiert, wo wir landen werden. Ist sehr weit weg. Genau genommen 2400 Meter. Wir landen nämlich hier bei The Yacht, beziehungsweise heißt nicht mehr The Yacht, ich nenne es immer noch The Yacht. Dort ist nämlich ein Tresor, es gibt Tresore auch an Orten, wo keine dieser Bosse sind. Und dort holen wir uns dann unseren ersten Loot, das ist auf jeden Fall der Plan. Letztes Mal sind da ein paar Gegner mitgekommen, ich bin unglaublich dumm bis jetzt schon gestorben in dieser Challenge. Und wir versuchen das Ganze jetzt besser zu machen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, wer ist er denn, dass dieser Feuermagier, wer auch immer das ist. Aber der sieht aus, als würde er zur Stadt gehen, ne? Ich hoffe mal, er geht zur Stadt, dass niemand zu der Yacht kommt jetzt. Das wäre schon mal sehr praktisch. Wir dürfen nämlich nur die Waffe nutzen, um den Boss zu killen, selbst wenn ein Gegner dort ist. Sobald wir den Boss gekillt haben, müssen wir alle Waffen droppen. Und müssen dann nur noch die Waffen aus dem Tresor nehmen. Aber es sieht gut aus. Hier kommt keiner. Auf jeden Fall niemand. Oh doch, warte vielleicht. Nee, sieht nicht danach aus. So, der Boss hier ist ultra, hat ultra wenig HP. Deswegen, ihr seht schon, das reicht schon, was ich hier habe, um den zu killen. Und zwar locker. Da steht er. Und tot ist er. So schnell geht das Ganze. Ich habe diesen Ort mittlerweile ziemlich durchgespielt. Ich weiß genau, wo wir runter müssen. Jetzt müssen wir die Rohre abbauen. Und wir sind da. Seid ehrlich, das ist schnell. Das ist Speed... Oh, jetzt habe ich die Karte geöffnet, bevor ich... Gerade wollte ich sagen, das ist Speedrun vom Öffnen her. Und in dem Moment habe ich es direkt nicht geschafft. Gut, ich wünsche mir eine Pump und eine Sniper. Und Minis, wir spielen das Ganze wieder auf Hardcore-Variante, wir brauchen unbedingt Heilung. Eine gescheite Weitkampfwaffe, Minis und ein Biggie, das ist ultra krass. Eine Pump. Ah, ne, ist eine Pistole, ne? Man muss immer zweimal gucken, bevor man sagt, was es ist, aber das ist eine Pistole und das ist nicht hervorragend. Weil wir zerstören das hier noch. Ich trinke den Biggie dafür nicht. Den heben wir uns auf, weil Heilung ist sehr, sehr, sehr wichtig. Dafür nehmen wir nämlich nochmal die zwei Dinger hier mit. So, und jetzt gehen wir direkt ganz nach außen. Und zwar wollen wir direkt zum Jumppad, was hier ist. Um hier nochmal schnell die Mats mitnehmen. Okay. So, wir gehen schon mal dorthin. Hier ist irgendwo auf der linken Seite dann noch ein Auto. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Wo ist das Auto? Ist es nicht gespawnt oder bin ich... Falsch. Nee, es ist immer da, ne? Ich bin falsch, aber es ist trotzdem nicht gespawnt. Oh nee, dann haben wir jetzt 500 Meter zu laufen. Das könnte jetzt ziemlich knapp werden. Wir müssen halt hoffen, dass der Boss hier nicht gekillt wird. Weil wenn wir den Boss killen, kriegen wir einerseits eben ja die Medaille, womit wir den Tresor öffnen können. Andererseits kriegen wir die Medaille, was sehr stark ist. Weil im Endgame könnt ihr euch vorstellen, gibt es keine Tresore mehr, die man looten kann. Bedeutet, die Heilung, die man bis dahin gesammelt hat, ist die einzige Heilung, die du hast. Und wenn du es... Oh nee, da wird aber schon ordentlich geballert, ne? Oh, das war... Manchmal mache ich einfach dumme Sachen. Oh nee, ich glaube, hier wird davor schon geballert. Oh ja, hier. Da haben wir den einen. Okay, ich muss mich erstmal an diese Waffe gewöhnen. Die ist ganz schön... Komisch, will ich sagen. Ich kann ja nicht sagen, ob sie gut oder schlecht ist. Wir haben aber auf jeden Fall schon mal zwei. Und das ist sehr, sehr schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Oh nein. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das so schnell geht, bis der im Tresor ist. Gut, dann müssen wir jetzt warten, bis er weg ist. Dann in den Tresor gehen, weil ich will den eigentlich nicht ohne eine Pump schon angreifen. Wir müssen warten, bis er aus dem Tresor draußen ist. Dann müssen wir den Tresor öffnen. Und... im besten Fall eine Pump bekommen. Das wäre sehr wichtig. Ja, guck mal, er geht schon. Let's go. Er ist nicht mal mehr im Tresor. Dann gehen wir jetzt direkt in den Tresor. Okay, er kommt zurück. Jetzt geht's um alles. Das Ding ist nicht schallgedämpft, ne? Dann muss ich mich irgendwie an der Kamera vorbeischleichen. Oh, der ist noch im Tresor. Ich höre ihn. Ich könnte die ganzen Bömpel reinwerfen. Oh ja, guter Schaden. Oh!
Oh mein Gott! Ich habe ihn in die Luft gesprengt. Wie nix anderes. Ich würde so wütend an seiner Stelle sein. Ach du Scheibenkleister. Wir dürfen keine Waffe mitnehmen, leider. Warte mal. Ich muss schon gucken, wie viele Minis wir hatten. Biggies hatte ich nur einen, oder? Biggies hatte ich nur einen. Minis hatte ich da 4. Macht mehr Sinn, dass ich nur einen hatte, oder? Ich kann nur 2 aufsammeln. Dann wir sagen, wir haben 2. Es könnte falsch sein, aber es muss nicht unbedingt falsch sein. Wir haben jetzt erstmal Zeit, uns krass auszurüsten. Ja, eine Pump. Let's go. Der Tresor hat es nämlich in sich. Maschinenpistole brauchen wir nicht. Wir haben... hier haben wir eine Pump. Hier haben wir eine Maschinenpistole. Das ist wirklich eine Pump. Genau, die hat nur so ein Zielvisier. Das ist eine Waldkampfwaffe. Was haben wir hier? Eine Sniper? Nee. Schade. Ach, jetzt bin ich wieder durch den... Ey, warte mal, wir müssen wirklich aufpassen mit der Zone. Weil, geht die weit? Geht die weit? Oh, nee, geht sie nicht. Glück gehabt. Aber wir dürfen jetzt auch nicht vom Gegner gepusht werden. Vor allem ist sie langsam. Wir könnten sie einholen, auch so. Weil wir haben hier kein... Nein, ich habe die Bandagen drin vergessen. Das war super doof. Weil... Blue Shield heile ich ja wieder. Und es ist für mich ja nicht so einfach, jetzt neue Bandagen ranzuholen. Ich muss hier raus. Let's go. Zieh, bitte. Nein, ich will nicht an der Zone sterben jetzt. Bitte. Lad nix nach. Bitte. Oh, es ist so knapp gewesen. Ich hatte so Angst. Dieser Fight war ja so gefährlich. Oh, warte mal, aber hier sind doch diese Fässer. Hier sind vor allem, hier liegen echt provokant viele Medkits rum. Also, jetzt wird man mich richtig provozieren wollen, wie viel Heilung hier rumliegt von Green Heal Stuff. Yo, ich habe gerade die Tür einfach 2-mal weggesmashed. Hier ist doch irgendwo eine Ecke mit so ein bisschen Slurp Barrels, oder? Ja, da liegt noch ein Medkit, come on. Ich brauche nur diese Slurp Barrels, weil die, wenn ich die zerstöre... Das wäre auch ganz wichtige Heilung. Bin ich immerhin schon mal ansatzweise in der Zone. Das ist wichtig. Also Scheibige Meibige. Das zu dem Thema. Der Snipe kam von links. Ich habe 2 Green Heal. 2 Green Heal. Ist das schrecklich. Und ich bräuchte einen Tresor, um ein Medkit zu kriegen. Ein Lagerfeuer könnte mich auch noch retten. Ich sehe ihn. Er sieht mich. Ich bin in der Zone. Let's go. Ein Lagerfeuer wäre ultra wichtig. Hier ist kein... Doch, hier ist doch manchmal... Ich glaube, hier ist da ein Tresor. Ich glaube, dass da ein Tresor ist. Ich weiß nicht, wie die andere Person jetzt gemoved ist. Ich bin halt mittlerweile One-Shot, selbst Body-Shot. 110er und ich bin tot. Vor allem muss ich aber auch auf Fallschaden achten, weil... Genauso gut ist jeder Fallschaden jetzt tödlich. So, ich gehe in die City dort. Oh nee, Scheibenkleister, die Zone verbietet es mir. Nein, wie doof. Nur wegen der Zone. Ach komm, und hier sind nochmal... Ah ne, ich dachte kurz, hier wären nochmal Bandagen. Ja, ich muss in die Zone. Das ist... Ich habe halt leider jetzt keine Möglichkeit. Ist hier irgendwo... Hier ist nie ein Lagerfeuer, ne? Oh ne, hier ist ein Gegner.
Warte mal, ich will gerade eigentlich wirklich nicht in den Fight. Oh mein... Oh, der wäre so in mich reingelaufen. Aber natürlich muss ich abgeschossen werden vom Berg. Oh, let's go. Holy moly, let's go. Die Zone. Drei Gegner noch. Das kann nicht sein. Allein wie weit ich mit dieser Challenge gekommen bin. Mit dieser AP-Anzahl. Mit diesen unglücklichen Momenten, die mir... Nein, ich hab die Zone so schnell. Was? Das ist... Oh mein Gott. Dieser doofe Berg.